Hi, hier ist der Richie vom Radlstadel und wir zeigen dir jetzt, wie der Akku aus dem Fahrrad entnommen wird. Und hier, liebe Freunde, ist der Salvatore und der zeigt euch jetzt, wie man es richtig macht. Hallo, einfach ein Knopfdruck und diese Plastikschale kommt raus. Schlüssel im Schlüsselloch rein, drehen, da kommt ein Stück raus. Erst wenn ich da drauf drücke, kommt dieser Bosch-Akku aus das Cube-Rad raus. Salvatore, zeig mal nochmal diesen kleinen Clip. Ich glaub, das ist hier. Erst wenn man hier drückt, kommt das raus. Ohne Akku macht es keinen Sinn. Jetzt müssen wir ihn wieder einsetzen, Salvatore. Zeig uns, wie man ihn wieder einsetzt. Wir haben hier eine Aussparung und hier haben wir so eine Nase. Man muss quasi in diese Nase rein, mit der linken Hand halten, Schlüssel drehen, reindrücken. Wieder raus. Ich glaube, ganz wichtig, viele vergessen einfach den Schlüssel zu drehen, sonst klappt er nicht ein. Also Leute, Schlüssel drehen, einklicken lassen, dann passt das Ganze. Okay, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Abdeckung. Oder? Ganz einfach. Rein und das Verbust. Also wichtig ist dieser Knopf hier, der wird eigentlich gedrückt, kommt aus der Formel 1 Technik. Also viel Spaß beim Akku entnehmen und drin halten. Ja. So, liebe Freunde, ich hoffe, unsere Tipps konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn noch Fragen sind, wir sind immer für euch da. www.radl-stadel.de. Wir sind momentan ein nicht ganz kleiner Cube Store. Wir sind der Cube Store Memmingen. Ja, wir haben schöne Räder, tolle Mitarbeiter und alle Fragen wollen wir beantworten. Ich wünsche euch was, gute Zeit, euer Richie. Ciao.